wunderschönen guten Morgen, meine lieben Dieselfreunde, an diesem Montag früh, 4 Uhr. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg, kurz Kassel rein, Kassel durch, dann auf die B7, dann auf die A4 und dann Richtung Gera. Meine LKW abzuholen in Gera, dann die letzte Auslieferung von der letzten Freitagtour zu machen. Ihr wisst ja, wir erinnern uns, ich bin von Dänemark runter nach Puttgarden gekommen mit der Fähre. Dann habe ich in Wismar Ladung aufgenommen für Holzhandel, Baumärkte und so weiter. Und der letzte Baumarkt wollte mich am Freitag nicht mehr entladen, wo noch genügend Leute da waren, nach meiner Einschätzung, aber führte keinen Weg rein. War auch mit viel Intervenieren und Verhandlungen und freundlich sein und naja, vielleicht zwischendurch auch mal nicht so freundlich sein. Auf jeden Fall wurde ich nicht entladen und ich wollte nicht mit dem LKW dann nach Kassel und dann wieder zurück, hohe Kosten verursachen, und konnte ihn dann bei MAN in der Niederlassung stehen lassen. Die haben auch gleich noch am Samstag die SP auf den Trailer drauf gemacht. Und ja, gleichzeitig habe ich dann für die Woche noch was Tolles abgeholt. Das war am Freitag die Übergabe, sodass ich jetzt also hier mit dem Auto von der Niederlassung Gera, das ist so ein kleiner VW ab, ich glaube so ein Dreizylinder, eine kleine Boden-Boden-Rakete ohne großen Schub, aber ich bin so glücklich, dass die da war, dass sie mir das Auto in Gera geben konnten und ich dann halt nicht mit dem Zug zurück nach Kassel fahren musste, weil das wäre eine kleine Odyssee geworden. Relativ einfach hier dieses Auto nutzen konnte und fahre jetzt also mit diesem Auto zur Niederlassung Gera von MAN zurück, gebe das Auto dort wieder ab, nehme meinen MAN, den roten, mit Auflieger und noch Teilladung wieder in meinen Besitz und fahre dann den letzten großen Baumarkt in Gera an, hoffe, dass ich dann zügig meine Ladung loswerde. Und ja, dann möchte ich da eine neue Ladung aufnehmen. Ich habe da auch schon was Schönes gefunden. Hoffe, dass das ein vernünftiger Preis ist, was ich fahren kann, weil dann könnte ich mit dieser Ladung direkt rüber nach Bonn fahren, über Kassel, dann in Kassel die Zugmaschinen tauschen und dann weiter nach Bonn und dann diese Woche mit der Leihzugmaschine oder Vorführzugmaschine von MAN mal schauen, was so ein D38 dann alles kann. Ja, freue ich mich echt drauf. Und ich werde mir jetzt hier irgendwo noch einen Kaffee holen. Da drüben war gerade Rettungswagen. Mal gucken, was überhaupt offen hat. Und dann ansonsten, ich brauche auch nicht unbedingt einen Kaffee, aber naja, bisschen schöner wäre es schon. Ach so, wir haben es fast geschafft. Es ist 6.40 Uhr. Und war eine sehr unproblematische Fahrt. Ich habe mir noch einen Chai Latte geholt. Also gleich schön was Süßes am Morgen. Ganz toll. Und hier vorne ist es die Abfahrt schon. Mal kurz mal gucken. Jo, da vorne schon runter. Langenberg, ne? Und dann sind wir schon da und dann freue ich mich auf den Dicken, ehrlich gesagt. Richtig schöner Sonnenaufgang. Ich mag ja diesen Perspektivwechsel. Von hier relativ weit unten dann gleich wieder schön hochsetzen. Überblick haben. Dann den LKW übernommen. SP ist auch gemacht am Trailer, das haben die liebenswürdigerweise gleich noch mitgemacht am Samstag, weil der TÜV-Prüfer da war. Somit bin ich dann quasi zum Ende des Monats fällig, SP. Und hätte zwar noch mal einen Monat rauszögern können, ne, darfst du ja 4 Wochen drüber, aber war eine gute Gelegenheit, insofern haben wir es dann gleich alles mitgemacht. Und dann habe ich es auch weg. Ja.
Ja, ansonsten habe ich Ladung drauf, 20 Paletten Zement, also Zement, sind auf ziemlich genau 40 Tonnen ausgeladen. Und ja, wird dann ein guter Vergleich, wenn ich nachher den 580er in Betrieb nehme, dann habe ich einen direkten Vergleich bei der Ladung, wie sie sich unterschiedlich verhalten. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Kommt natürlich noch dazu, dass der 580er das 12-Gang-Getriebe drin hat, wo ja viele sagen, dass sie das lieber mögen als das 14-Gang-Getriebe, das ich hier drin habe. Aber ich habe halt einen direkten Vergleich dann zwischen diesen beiden Autos. Und freue mich da auch schon richtig drauf. Jetzt geht es hier langsam Eisenberg raus. Das ist die Gesamtroute. Quasi von Eisenberg über Erfurt. Dann werde ich allerdings die B7 fahren, hoch nach Kassel. Und dort tausche ich dann die Zugmaschinen. Und dann geht es weiter Richtung St. Valentin. Bei Bonn. Da werde ich mich gleich nochmal vorne mit Kaffee versorgen. Ich hatte heute noch ein Käffchen. Kein Kaffee in Chai Latte hatte ich heute Morgen. Um was zu essen, vielleicht gibt es ja auch also nicht beim Restaurant mit der goldenen Schwalbe. Ich versuche das echt zu vermeiden, wenn es geht. Aber irgendwas werde ich schon finden. Mit einer der attraktivsten Autobahnen in Deutschland ist. Also allein schon die Becken, in die du hier reinkommst, was du hier wunderbar überblicken kannst. Wir sind jetzt, kommen jetzt auf Eisenach langsam zu. Haben also, ich meine, drei gleichen hinter uns gelassen. Und Gute habe ich diesmal auch rechts liegen lassen. Das gute Wurstgulasch. Ich war noch zu satt. Ich hatte vorhin gegessen, kurz bevor ich bei Gera wieder auf die Autobahn, nach meiner Ladestelle quasi auf die Autobahn drauf bin. Weil ich mir unorthodox zwei Spiegeleier machen lassen, eine Currywurst dazu, ein Brötchen und das hätte ich gut. Und deswegen konnte ich heute aufs Wurstgulasch verzichten. Aber mir persönlich macht das hier immer sehr viel Spaß, die A4 lang zu ballern. Das ist so eine schöne Autobahn. Die ist auch noch nach meinem Empfinden nicht so voll wie die A7 oder A5. Und ist immer wieder eine Freude. Also drei gleichen hatten wir vorhin bei dem anderen Take, sagt man ja. Also für euch ein paar Sekündchen vorher waren das die drei gleichen noch vor uns gehabt. Ja, immer wieder schön hier drüber zu fahren. Also ist gerade im LKW, wenn du von oben so runter gucken kannst, also ist es immer gerade über diese Hochbrücken total erhaben. Ja, wir sind also immer noch hier auf der A4. Geht jetzt gleich runter von der Autobahn, Wommen natürlich, und dann über die Landstraße nach Kassel. Wird auch eine schöne Strecke. Zeigen hier vor mir fährt ein richtig schöner Zug. Ja, den gucken wir uns jetzt erstmal an. Ein Spitzauflieger, Scania vorne dran, ich weiß aber nicht, was für einer. Schön gemacht von der Gestaltung her, finde ich. Auch der Übergang von der Zugmaschine zum Trailer. Der wird jetzt vermutlich gleich hier links abbiegen. Wenn wir Glück haben. Ja, er blinkt links. Wunderbar. Ich stelle mal hier vorne ab. Ah, kann man sich auch gut sehen, ne?
speziell für Christian. Guck mal hier, richtig reingezogen, ne? Keine Sorge, das ist jetzt nur um da vorne wieder die Perspektive, dass wir uns den Zug anschauen können. Jetzt mal ein bisschen Abstand. Oder? Sieht gut aus. Fällt mir sehr, sehr gut. So, meine lieben Dieselfreunde, wir sind jetzt in Kassel an der MAN-Vertretung und die haben mir freundlicherweise dann für eine Probefahrt, das ist ja meistens im LKW-Bereich dann so eine Woche, dass man so ein Auto auch kennenlernen kann, diesen wunderschönen grauen 18.580 zur Verfügung gestellt. Konnte den dann die ganze Woche fahren. Farblich finde ich sehr schönes, interessantes Auto, schlicht gehalten in der Farbe, hat auch was. Sieht natürlich nachher mit meinem farblich bunten Trailer ein bisschen Panne aus, aber ich glaube, wir sehen dann das auch noch später im Video. Ja, und aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also ganz kurze Erklärung: Ich habe hier einen TG3 2024er Modell, also mit den ganzen 2024er Verbesserungen drin. Wir haben einen D38 Motor, der hat 15,2 Liter Hubraum, einen Sechszylinder mit 580 PS und ich meine 2900 Newtonmeter, vielleicht auch 2800 Newtonmeter Drehmoment, die er dann schon so bei ca. 900, knapp über 900 Umdrehungen auf die Kurbelwelle stemmt. Und das ist schon Kraftbursche, also er fährt sich auch gerade jetzt im langsamen Rangierbereich unfassbar, zumindest verglichen mit meiner Erfahrung vom TG2, dem 18500er, den ich da habe, ja, geht er ganz leichtfüßig im Rangieren mit einem wirklich schweren Trailer um. Da, wo mir meiner dann öfter schon mal meldet, jetzt mal ein bisschen locker lassen wegen Kupplungsüberlastung, gibt es das da halt bei dem LKW gar nicht. Das ist also wirklich ein richtiger Kraftmeier und du merkst auch, verstärkte Kupplung ist drin. Der hat schon ein paar schöne Sachen halt, die du beim D38 quasi automatisch mitbekommst. Er hat außerdem die lange Übersetzung, das heißt, bei 85 km/h rotiert die Kurbelwelle 1058 Mal. Also du läufst knapp über 1000 Umdrehungen, so knapp bei 1050 bei 85 km/h. Das ist ja ungefähr meine Geschwindigkeit auf der Autobahn, 84, 85, die ich meistens einstelle. Man sieht auch optisch sehr schön schon die Generationsunterschiede. Ne? Die haben schon was, die neuen TG3 Modelle. Mir gefallen die optisch sehr gut. Das ist einer, nach meinem Empfinden, der schönsten LKWs mit auf der Straße. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein, satteln auf und packen noch ein bisschen Umfu her, ne, und dann fahren wir mal los. Viel Spaß. Natürlich muss es noch einen Einspieler geben aus dem Off, ne, sonst wäre es ja keine Tom Diesel Sendung. Also wie ihr hier an dieses Bildes sehen könnt, wir haben das digitale Spiegelersatzsystem drin. Bei MAN heißt das OptiView. Und es war für mich wirklich auch mal eine gute Gelegenheit, in der Woche halt dieses Spiegelsystem zu testen. Ich denke mal, ich werde das später in der Sendung oder in dem nächsten Video, ich weiß noch nicht, wie viel das werden hier zu dem MAN, drauf eingehen. Ich werde so nach 2 Tagen, 1,5 Tagen, werde ich immer wärmer damit. Allerdings, ob ich mich jetzt im Moment bei einer Neubestellung für so ein System entscheiden würde, das lasse ich noch mal ein bisschen dahingestellt. Das kann und will ich jetzt auch noch gar nicht beantworten. Im Moment würde ich eher sagen, bei der Generation noch nein. Es ist noch nicht ganz meins. Andor kommt damit perfekt klar. Was mich besonders stört, ist, wenn man stehen bleibt, in der Stadt beispielsweise, dann dass dann auf der linken Seite das Navi verschwindet und dann die Frontkamera, das Bild eingeblendet wird. Das sind so Dinge, das stört mich massiv. Da hätte ich mir einen dritten Monitor im Fahrgastraum, also Fahrgastraum, in der Kabine gewünscht. Das sind so Kleinigkeiten, die mich aber dann immer mehr gestört haben. Und
Ja, auf andere Dinge werde ich, denke ich, mal im Laufe der Sendung eingehen, aber das nochmal als Vorab-Einschub. So, sind da. Ich packe gerade um. Das Wichtigste aus dem Roten. Ja, da muss ich da oben noch einiges rausholen. Hier rein. Und hier seht ihr mal die unterschiedliche Höhe. Ungefähr so. Hier ist bei dem neuen MAN. Also ungefähr hier, genau. Diese Sitzkonsole ist. Da ist der Boden beim anderen M1. Das heißt, du sitzt ungefähr, du bist schon 25 cm gut höher. Ja. Sonst, ich freue mich drauf. Bist du gleich umgesattelt, ein bisschen gepackt und dann umgesattelt. Die beiden mal von hinten an, einen Überblick. Ist das die magnetische? Na gut, okay, dann bis später. Auf der A44 noch ein bisschen Eingewöhnung in dem LKW ein bisschen aufgenommen, habe ein bisschen rumgewundert, wie schön und leicht der sich fährt, aber die Aufnahmen sind nicht da, vermutlich Anwender-Bedienerfehler mal wieder.
Ja, also wir sind jetzt hier im Hunsrück und das geht wirklich steil auf und ab. Der LKW performt wirklich gut. Wir sind 40 Tonnen schwer voll ausgeladen, also mindestens. Und ja, macht seine Arbeit rauf und runter, bergauf, bergab, wirklich gut. An TomTom für diese extrem verbrauchsoptimierende Tour, also Richtung ganz weit nach oben im Durchschnittsverbrauch. Also so eine landschaftlich total schöne Tour, aber was halt Effizienz angeht, vollkommen daneben. Klar, der Operator muss es dann noch entscheiden, aber wenn du halt irgendwo gebietsfremd bist, verlässt du dich im Zweifel eher aufs Navigationssystem. Und das ist wirklich einfach nur schlecht. Weil es gibt weiter im Süden noch eine Bundesstraße lang, das habe ich aber zu spät gesehen. Und klar kann ich sagen, der Fehler liegt dann bei mir. Aber da erwarte ich halt von einem LKW-Navigationssystem schon ein bisschen mehr, dass es einen nicht hier durch diese touristischen Strecken schickt, sondern über eine, was von LKW mit so Verbrauchsschonung ist, weil das ist echt einfach noch schlimm. Das hat jetzt hier die paar Kilometer den Durchschnittsverbrauch um 3 Liter im Schnitt nach oben gezogen. Also auf meine wenigen Kilometer, ich bin jetzt mit dem LKW 670 Kilometer unterwegs, das ist noch nicht wirklich viel. Aber jetzt hier diese 20 Kilometer oder 15 im Durchschnittsverbrauch um 3 Liter erhöht. Wahnsinn. Die nächste Liste. Ist noch voll ausgeladen. Was? Hier? Ach Leute, Mensch. Bitte 5 Kilometer der Straße folgen. Ja, machen wir noch länger die Strecke. Oh.
eigentlich im Moment finde ich das Garmin besser, deutlich besser. Ich habe abgeladen, wir sind wieder sehr leicht. Den Durchschnittsverbrauch mal runterbringen, also da hinten über den Hunsrück. Alter Schwede, ich war zum Schluss über 36 Liter. Der absolute Hammer. Und. Jetzt fahre ich erstmal den Autohof an, so ein hier bei Stromberge Rheinböllen. Hat ein Aral-Autohof. Oben ist er. Oh, hier ist so eine schöne Bäckerei, okay. Demnächst links fahren. Das gefällt mir. Oh, hier kommst du mit dem LKW nicht so gut Demnächst drauf. Demnächst links abbiegen. Ja, diese Tankstelle da rechts. Okay. Komme ich noch hoch? Ja, da hinten müssen. Ja, da ist Autohof ausgeschrieben.
glaube, ich habe mir nochmal eine Dusche gönnen. Das hat wieder so, es war wieder so warm, 34, 35 Grad. Ja, man gewöhnt sich an die elektronischen Spielfolgen. Ich bin aber noch nicht restlos überzeugt, ehrlich gesagt. So, geht's denn hier hoch? Ich will zum Autohof am Bahnhof. Das ist eh LKW-Durchfahrtsverbot. Overall. Was ist das da? Ach, das ist das da oben, nur ein Aufsteller. Aha. Also der Autohof, wo ich heute Morgen war, wo ich dann übernachtet hatte, von gestern auf heute, der war super. Da muss ich auch nochmal gucken. Bitte rechts abbiegen. Wie der hieß. Oh, guck mal hier, schöne Homos. Nach 300 Metern links abbiegen in Richtung A61 Köln. Sieht gut aus. Bitte halb rechts abbiegen und sofort rechts abbiegen. Teilintegrierter, dass ihr das sehen könnt. Demnächst schönes Ding. Gefällt mir. Sofort links abbiegen. Xtura, okay. Schönes Ding. Gefällt mir. So, kann ich mich denn jetzt hier draufstellen? Wie war der richtig unterwegs? Das ist eh gefälscht da. Links abbiegen und sofort rechts abbiegen. Bitte links abbiegen und sofort rechts abbiegen. Ist ja jetzt gut. Ich weiß mal auch nicht, was das manchmal so für eine zeitliche Logik hat. Also in dem Moment, wo ich hier drauf fahre, fährt er los. Ist immer so. Also das ist der beste Platz, wird dann freigegeben, wenn man sich schon entschieden hat, zu stehen. Das ist, verstehe ich nicht genau ganz so. Naja, egal. Wollen die eh nicht ewig stehen bleiben. So, und das ist jetzt cool hier. Wir sind noch in D. Handbremse ist zwar angezogen, aber wartet mal, ich mach die mal los. So, jetzt haben wir nur das Fußpedal, die Haltestellung. So, und jetzt machst du Zündung aus, er nimmt einen Gang raus, zieht die Handbremse an, also wie bei modernen Autos. Vielen von euch erzähle ich da vermutlich nichts Neues, aber das sind so diese schönen Sachen. Also insgesamt bin ich von dem Auto sehr angetan und gucken, im Moment ist hier ein bisschen, muss ich ein bisschen aufräumen im Hintergrund, aber gefällt mir schon. Spiegel ist so für mich ein Thema. Ich komme mit klar mittlerweile. Ich gucke mal, was am Freitag ist, aber momentan bin ich noch nicht restlos überzeugt von den Spiegeln. Also da würde ich noch normale Spiegel vorziehen. Gerade was mich, also das hatte ich schon mal angesprochen, das Thema. Der Frontspiegel, Frontkamera läuft über dieses Display hier. Und wenn du in der Stadt stehst und hältst an und dann willst du eigentlich die Zeit nutzen, auch mal beim Stehen in die Navigation zu schauen, kriegst du es nicht weg, außer du nimmst einen Gang raus, da schnell reinzugucken. Und wenn du jetzt einen Gang rausnehmen willst, dann stehst du kurz an der Ampel, nimmst einen Gang raus und das Display war gerade weg, nimmst einen Gang raus über den Schalter hier und dann musst du hier rumdippern und dann bist du erst in der Navigation. Bis dahin ist die Hälfte der Zeit schon vergangen und das überzeugt mich noch nicht. Das sind so Kleinigkeiten. Ansonsten schön aufgeteilte Schalter, das gefällt mir gut. Auch das Multifunktionslenkrad, sehr schön, dass du links Tempomat hast, rechts hast du so ein bisschen Multimedia-Steuerung. Das ist super. Hier kannst du nochmal die Spiegel einstellen, auch sehr schön. Ich glaube, da gehen wir mal insgesamt, mache ich auch so ein kleines Freddy-like Vorstellungsvideo von meinem Auto hier, also meinem Probefahrzeug, das ich jetzt hatte und noch habe für eine Woche. Das ist halt ein 580er und mit Bett oben. Ja, das machen wir separat.
Der Motor ist überzeugend. Der Sound, oh, für einen Sechszylinder. Richtig schön. So dieses Untertuch. Diesel halt. Sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Okay, jetzt gehe ich erstmal darüber. Eine Dusche frisch machen. Und dann geht's weiter.